Wenn Frauen ansprechen zur Belästigung wird, dann haben wir wirklich ein Problem in unserer Gesellschaft, liebe Leute. Darum geht es in diesem Video. Viel Spaß. Everything is sexist. Everything's a gender conspiracy. Everything is sexist. It's the patriarchy. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und jetzt mal wieder zu meinem Kernthema, nämlich dem Ansprechen und Verführen von Frauen. Aber vorher, endlich komme ich dazu, mal meinen Spendern zu danken. Ich habe hier eine Spende reinbekommen von dem lieben Frank und Frank schreibt: Danke für deine äußerst inspirierende Arbeit. Ich schaue mittlerweile jedes deiner neueren Videos, habe ein Buch von dir hier gelesen, liegen und hoffe, dass du weiter bekannt wirst und der Impact deiner Arbeit, die ich voll unterstütze, mehr und mehr an Bedeutung in der Gesellschaft findet. Für mich bist du ein Influencer. Ja, vielen Dank mit dem Influencer, ne? Nicht nur Influencer, um irgendwie sich selbst zu fotografieren auf Instagram, sondern irgendwas zu bewegen. Vielen Dank. Und hast bei mir einiges in Bewegung gesetzt im Kopf. Die Veränderung vom Nice Guy Denken und weg vom Ach, wenn ich nur und würde die anderen nicht gejammer hinzu einer Denkveränderung, wie du dir sie jetzt wohl auch ohne meine langen Worte vorstellen kannst. Danke für alles und dafür einen kleinen Obolus, Max. Vielleicht sieht man sich mal auf einen Workshop in der Zukunft. Grüße Manu, Waldläufer 91 auf YouTube. Waldläufer, auch ein sehr sympathischer Username. Wenn ich irgendwie früher Rollenspiele gespielt habe, war ich eigentlich fast immer ein Waldläufer. Warum auch immer, vielleicht weil ich die Tiere und die Natur mag. Okay. So, also wenn du spenden willst, auch hier unten drunter ist die PayPal-Adresse, da kannst du mir was dalassen. Ansonsten, wenn du mich regelmäßig unterstützen willst, Patreon, auch eine gute Lösung. Ansonsten einfach meine Videos liken, abonnieren und damit hilfst du mir dann auch. So, kommen wir zu der besagten E-Mail, die mich erreicht hat. Ihr könnt mir auch E-Mails schreiben unter maximilian@casanovacoaching.de. Rechnet nicht immer mit einer Antwort, ich lese alles, aber auch nur, wenn es gerade so interessant ist wie das hier, dann gucke ich das auch, dass ich das auch mit meinen Leuten hier auf YouTube teile. Manuel schreibt: Hallo Maximilian, ich verfolge deine Arbeit auf YouTube schon seit einer Weile und habe etwas zu berichten. Vielleicht kannst du es ja irgendwo aufgreifen und verwerten. Ja, das mache ich jetzt sogar auf meinem YouTube-Kanal, Manuel. Ich habe Rosenmontag Mädels am Dortmunder Hauptbahnhof angesprochen, respektvoll, nicht alkoholisiert. Nach 6 Approaches, so nennen die Pickupper Frauen ansprechen, kam die Polizei zunächst zur Personenkontrolle. Anschließend kam ein weiterer Beamter, ich wäre wohl aufgefallen, würde seit einiger Zeit Frauen ansprechen, Überwachungskameras, und es hätte Beschwerden gegeben, ich sollte das doch bitte unterlassen. Auf dreimalige Nachfrage, von wem die Beschwerde kam und ob sie sich konkret auf mich beziehen, keine Antwort. Das ist sehr, sehr gut, lieber Manuel, genauso solltest du das machen. Mir fällt auch eine ähnliche Situation ein, die wir hatten, auch am Hauptbahnhof. Wenn man die Leute nämlich darauf festnagelt, dann haben sie meistens nichts zu sagen und können gar nichts machen. Das ist de facto so, dass es einfach dann irgendwie einer Frau nicht passt, meistens gar nicht einer Angesprochenen oder irgendwie dem Beamten nicht passt. Hauptbahnhof ist ein bisschen ein Problem, weil das ist kein öffentlicher Raum. Das ist Privatgelände und dem können sie dich wirklich verweisen. Wenn euch irgendjemand versucht, von der Straße zu verweisen, das sollte sehr, sehr schwer möglich sein. Und da Ansprechen Gott sei Dank noch nicht verboten ist, habt ihr da ganz gute Chancen, wenn ihr den Polizisten sagt, nein, ich mache hier nichts, ich belästige hier niemanden und ich werde dem nicht Folge leisten. Und im schlimmsten Falle können wir uns da gerne juristisch auseinandersetzen. Es hat mich keiner angezeigt, es gibt keine Beschwerde gegen mich und ich spreche hier einfach Frauen an. Und das ist mein gutes Recht, solange ich die Grenzen von denen beachte. So, ich vermute allgemeines Blabla. Ich hatte mit dem Beamten besonnen, diplomatisch und sachlich diskutiert, mich von der entsprechenden Klientel distanziert und angeführt, dass die meisten Frauen sich freuen würden, angesprochen zu werden. So meine Erfahrung. Ja, das ist auch meine Erfahrung und ich mache das halt alles schon ein paar Jährchen. Und jedes einmal im Monat machen wir einen Live-Workshop, wo wir auch immer Frauen ansprechen. Da hat sich auch nicht viel geändert. Eher noch zum Positiven durch Tinder und Lovo und die ganzen Apps finden die Frauen das jetzt mittlerweile wirklich richtig gut, wenn da ein Mann mal auf sie zugeht und sie live anspricht. So,
Auch eine gesetzliche Grundlage konnte er mir nicht nennen. Letztendlich sind ihm die Argumente ausgegangen und er hat die Diskussion für beendet erklärt und mit einem Platzverweis gedroht, den ich allerdings noch abwenden konnte. Das Gespräch habe ich dann beendet, ihm einen schönen Abend gewünscht und mich auf eine Bank in der Bahnhofshalle gesetzt, während im Minutentakt die netten Mädels an mir vorbeigezogen sind. Sehr ärgerlich. Mit manchen konnte ich per Augenkontakt flirten, aber angesprochen hat mich keine. Ich schiebe das ganze Vorgehen der Polizei stark auf Karneval. Am Tag darauf hatte ich keine Probleme am Hauptbahnhof. Dennoch stelle ich mir die Frage, wie sich das weiterentwickelt. Ich lasse mich nur ungern in meiner Freiheit einschränken. Ein Platzverweis gilt zwar nur für 24 Stunden, aber der Abend ist dann gegessen und ich fühle mich einfach nicht gut dabei, ständig die Konfrontation fürchten zu müssen. Zumal man gegebenenfalls auch irgendwann mit einer Zahlungsaufforderung wegen einer Ordnungswidrigkeit rechnen muss. Ja, Manuel, mach dir da keine Gedanken. Wie gesagt, du hast genau den richtigen Approach. Du redest vernünftig mit denen. Du weist sie darauf hin, dass das keine gesetzliche Grundlage hat. Noch haben wir Gott sei Dank nicht wie in England ein Gesetz, was das sozusagen Ansprechen von Frauen verbietet. Und solange das nicht da ist, gibt es keine Grundlage. Wenn eine Frau zu dir sagt, bitte lass mich in Ruhe und du dann sie nicht in Ruhe lässt, dann hätten sie einen Punkt. Aber es gibt kein Verbot, fremde Leute auf der Straße anzusprechen. Da können sich die Polizisten auf den Kopf stellen. Es gibt einfach kein Verbot dafür. Lass dir da auch nichts einreden. Und du wirst auch keine Zahlungsaufforderung bekommen. Mein Kollege Dominik hat ziemlich exakt die gleichen Erfahrungen an dem Wochenende gemacht. Er wollte dir wohl auch mal schreiben. Er ist Jurist und wir haben ihm nochmal die entsprechenden Gesetze durchforstet. Wie gesagt, es gibt keine Grundlage. Aber Platzverweise können anscheinend recht willkürlich nach Gusto des Beamten ausgesprochen werden. Eine gerichtliche Auseinandersetzung macht wenig Sinn, da die 24 Stunden natürlich vorbei sind, ehe da etwas entschieden wird. Und ein weiges Urteil hat auch keine allgemeine Gültigkeit, solange kein Präzedenzfall daraus wird. Soweit so gut, mach bitte weiter so mit deinem Einsatz für Männer- und Frauenrechte. Da hat es einer verstanden. Ich setze mich nämlich nicht nur für Männer ein, sondern auch für Frauen. Aber das verstehen die meisten Frauen nicht. Denn schließlich sollten Frauen das Recht haben, angesprochen zu werden. Richtig, so sehe ich das auch. Bitte meinen Namen geheim halten. Danke, Gruß Manuel. Ist hiermit getan. Ja, so sieht's aus. Wenn ich Juristen hier habe auf meinem Kanal, den lieben Tim von der Anwalt, den könnte ich auch mal markieren, würde mich auch gerne nochmal interessieren. Mach doch vielleicht mal ein Video dazu, wie es denn genau aussieht mit den Platzverweisen und ob Leute Möglichkeit haben, dich wirklich einfach so wegzuschicken, ohne Grund, nur weil du Frauen ansprichst. Wenn dir das Video gefallen hat, Daumen hoch, abonniere meinen Kanal, lass mir einen Kommentar da und im besten Falle spende mir was. Ich bin raus, Arrivederci.